Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin Digital. Mein Name ist Sonja Longulius und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung vom Unbehagen in der Literatur, die wir gemeinsam mit dem Netzwerk der Literaturhäuser ausrichten und die von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt wird, sowie vom Deutschlandfunk Kultur medial begleitet. Gestern Abend schon gab es eine schöne Veranstaltung im Literaturhaus Rostock, wo sich die Autoren und Autorinnen über autofiktionales Schreiben unterhalten haben. Und morgen Abend wird Anja Johansen, die die Reihe konzipiert hat, vom Literaturhaus Göttingen ihre Gäste empfangen, um die ganze Reihe zu einem schönen Abschluss zu bringen. Heute aber freuen wir uns auf unsere Gäste hier im Literaturhaus Berlin. Das sind die Professorin für politische Soziologie Silke van Dijk, die Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier, der Schriftsteller Dennis Udlu, der Kritiker Christian Metz und es moderiert Catherine Newmark. Wir freuen uns sehr auf den heutigen Abend und wünschen Ihnen und uns allen viel Spaß. Ja, vielen Dank, Sonja Longulius. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das Thema heute, das Unbehagen in der Fiktion. Der Ausgangspunkt, den wir nehmen, ist der Boom des autofiktionalen. Ob es ihn gibt, kann man auch diskutieren. Fest steht, dass darüber viel gesprochen und geschrieben wird. Es werden immer wieder bestimmte Werke ins Feld geführt, die dieses autofiktionale Genre vertreten. Didier Eribon mit seiner Rückkehr nach Reims, eine literarische, soziologische Selbstanalyse. Darauf auch in Deutschland so ein Genre Arbeiterkinderliteratur, das sich immer wieder in den letzten Monaten mit Werken in Erscheinung getreten ist. Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, kam dieses Jahr raus. Gestern diskutierte er in Rostock darüber. Jüngst Melikiak, Frau sein. Oder Sascha Stanisic, das kam schon letztes Jahr, das Buch Herkunft. Und ganz jüngst auch vielleicht so etwas wie Andrea Petkovic, die Tennisspielerin. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Auch das ein Stück Autofiktion. In Frankreich ist das Genre längst etabliert, auch in Amerika wird darüber diskutiert, Ben Lerner etwa oder Sheila Hetty. Und natürlich bis in den Norden zu Karl Ove Knausgard mit seinem gigantischen Mein Kampf. All das sind Werke, die irgendwie die Genregrenzen sprengen, die Feuilletons manchmal irritieren, auf jeden Fall Anlass zu Diskussionen geben. Und während gestern in Rostock eben auch einige Praktiker zu Wort kamen und wirklich dieses Spiel mit Fiktion und Dokumentation vom eigenen Schreiben aus beschrieben, sind wir hier heute ja eher eine wissenschaftliche Runde. Wir sind eher für die Meta-Ebene vielleicht zuständig. Wir haben einen Autor von Romanen tatsächlich in unserer Mitte, Dennis Udlu, aber auch er kein Vertreter des Genres der Autofiktion, zumindest nicht so ganz direkt. Und vielleicht fangen wir da gleich mal an. Vom Praktischen des Schreibens von Romanen aus gesehen, macht für Sie diese Unterscheidung überhaupt Sinn zwischen Autofiktion und Fiktion? Weil wenn ich zum Beispiel den Eingang Ihres letzten Romanes Gegen Morgen, heißt er, lese, dann bin ich mir auch nicht so sicher, wer hier spricht und wie viel eigene Erfahrung da nicht vielleicht doch auch einfließt. Das ist eine Frage, die einen erleichternden Effekt hat. Also, dass die Frage jetzt ganz zu Anfang gestellt wird, finde ich super. Weil, also die Frage nach dem Sinn des Begriffs der Autofiktion und nach der Unterscheidung zwischen Autofiktion und Fiktion, ich kann darauf und will darauf ja auch nicht literaturwissenschaftlich oder sowas antworten, sondern nur aus meinem eigenen Schreiben heraus. Und um ehrlich zu sein, halte ich diese Unterscheidung für schwierig. Also ich glaube, dass es eine Idealvorstellung geben kann von einem autobiografischen Text, der nicht fiktiv ist, und es kann eine Idealvorstellung von einem fiktionalen Text geben, der keine autobiografischen Elemente hat. Und ich glaube, beides ist unmöglich. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns immer, zumindest beim literarischen Schreiben. Das ist zumindest meine Auffassung dazu. Und das hat etwas mit dem Handwerk des Romans zu tun, bin ich der Meinung. Also sobald, vielleicht aber auch viel größer als das, vielleicht hat das mit Narration im Allgemeinen etwas zu tun, aber auf jeden Fall auch was mit dem Handwerk des Romans. Sobald ich anfange, eine Geschichte zu erzählen, begebe ich mich in die Konstruktion, also sofort. Und dann ist das schon bereits Fiktion für mich, aus meiner Sicht. Das heißt, der Unterschied ist dann lediglich eine Behauptung,
Stelle ich mich hier hin und sage, ich behaupte, das ist mein Leben? Oder stelle ich mich hier hin und sage, ja, mein Leben hat irgendwie eine Rolle gespielt, aber es ist ausgedacht. Und auf diesem Kontinuum bewegen wir uns, glaube ich, immer, wenn wir über diese Begriffe sprechen. Und jetzt in meinem letzten Roman, weil Sie das eben angesprochen haben, der Roman beginnt ja mit einer Notlandung in Hannover. Also der Protagonist ist auf dem Weg von Berlin nach Frankfurt mit dem Flugzeug, möchte dort seine Freundin besuchen. Es gibt Turbulenzen und es kommt zu einer Notlandung in Hannover. Und der Protagonist entscheidet, in Hannover auszusteigen, in der Stadt seiner Geburt. Ja, das ist mir genauso passiert. Ich bin in Hannover geboren, ich war auf dem Weg mit dem Flugzeug von Berlin nach Frankfurt und ich habe die Entscheidung getroffen, in Hannover am Flughafen auszusteigen, zum Verdruss der Flugbegleiterin. Ja? Und das ist in den Roman eingeflossen und trotzdem ist es meiner Meinung nach auch dieses Kapitel vollständig fiktional. Denn das, was dort erzählt wird, ist nicht das, was ich erlebt habe. Ich habe was ganz anderes erlebt. Die Fakten stimmen. Einstieg ins Flugzeug, Ort der Notlandung, Entscheidung auszusteigen. Aber die Emotionen in dem Augenblick, die Angst des Protagonisten, die Beobachtungen, die Bilder, die der Protagonist bekommt, die dann ja auch ganz entscheidend werden für den weiteren Verlauf der Geschichte, das Gefühl, Raum und Zeit zu verlieren in dem Moment, Entscheidungen, die bezogen auf die eigene Freundin und das Berufsleben und den eigenen weiteren biografischen Verlauf getroffen werden in dieser erfahrenen Nahtodsituation, sind alle fundamental anders als das, was ich erlebt habe. Das heißt, ich habe eine Situation genommen aus meinem Leben, die mich bewegt hat und die mir wichtig war, aber ich habe sie den anders erleben lassen, nämlich meinen Protagonisten. Und daher ist das für mich kein autofiktionaler Text. Nochmal im Hinterkopf immer, es gibt für mich keinen absoluten autobiografischen, keinen absolut fiktionalen Text. Für mich ist es immer ein Kontinuum. Und das ist hier gegen morgen, in diesem Beispiel, dieses Kapitel ist eher auf diesem Kontinuum eher bei der Fiktion als bei der Autofiktion. Faszinierend, dass Sie sagen, die Fakten stimmen, aber die Emotionen sind erfunden, weil es ja oft die Vermutung gäbe, dass man emotional eigenes Erlebtes in sozusagen andere faktische Settings setzt in Romanen, aber bei Ihnen ist es genau umgekehrt. Vielleicht dann gleich sozusagen rüber zum Literaturwissenschaftler Christian Metz. Sie haben ja auch in Ihrem jüngsten Bändchen Beugung, wo Sie über Lyrik und die Verschränkung von sozusagen Dokumentation und Fiktion reflektieren, über genau diese Verschränkung von Dokumentation und Fiktion nachgedacht. Ist es für Sie würden Sie sich dieser Position anschließen, dass man von Autofiktion eigentlich nur in einem sehr gekünstelten Sinne sprechen kann? Ich finde das überhaupt nicht gekünstelt, sondern ich finde, dass man sich das vorstellen kann wie zwei Medien, und das ist das Modell, das ich dafür auch immer wieder verwende, also wie zwei Medien stellt man sich zwei Becken aus mit Wasser vor und eines fließt ins andere über. Und was dann sich ergibt, wenn beide sozusagen ineinander fließen, sind Interferenzen, unschärfe Phänomene vielleicht auch und immer weiter bestehende Differenz. Also es entsteht nicht was Neues, Identisches, sondern eine weiter sich entfaltende Differenz. Und genau mit diesem Modell würde ich jetzt auch aufgreifen, was Sie gerade an Ihrem jüngsten Roman erläutert haben. Sie haben also ein Set aus Fakten und Sie haben tatsächlich ein Set aus Fiktion und Sie lassen beides ineinander fließen und lassen es beides interferieren. Und jetzt könnten wir als Literaturwissenschaftler natürlich immer wieder schauen, wie groß ist das Set an Fakten, wie groß ist jetzt wiederum der Pool aus unterschiedlichen Fiktionen, greift das vom Rahmen her, greift das vielleicht tatsächlich vom emotionalen, affektiven her, und so könnten wir immer neue Mischungsverhältnisse tatsächlich bestimmen, wenn das unser größtes Erkenntnisziel wäre. Aber ich würde erstmal sagen, das ist nicht künstlich, sondern man kann sehr gut beschreiben, was in diesen Abstufungen passiert. Trotzdem nehmen wir zumindest so auf der gefühlten Ebene etwas wahr wie eine gewisse Ansammlung von literarischen Werken, die irgendwie relativ direkt vom Leben der Protagonisten selbst erzählen, wo auch der Claim quasi tatsächlich nicht der ist, das ist ein Roman, sondern das ist der Roman meines Lebens. Sie haben sich ja zum Beispiel mit Karl-Ove Knausgard viel beschäftigt, Hanna Engelmeier, der ja natürlich das zum Exzess treibt, diese wirklich kleinteilige Beschreibung seines eigenen Lebens. Ist das Autofiktion?
Ja, also die interessante Frage ist ja auch, was ändert sich, wenn man diese Genrezuordnung treffen kann? Also was ändert sich dadurch für die Person, die diesen Text schreibt? Und was ändert sich für die Leute, die das lesen, für das Publikum? Und ich würde sagen, dass die Autofiktion speziell in den letzten Jahren jetzt nur auf Deutschland bezogen, weil zum Beispiel die französische Tradition, aus der das kommt, wirklich eine ganz andere ist, dass für das deutsche Publikum das Schlagwort Autofiktion wie ganz viele andere Gattungsnamen also einen bestimmten Rezeptionsmodus herstellt. Dass man liest, das ist irgendwie eine Autofiktion und fängt anders an zu lesen, nämlich auf eine Art überprüfend und immer mit der Frage, kann man jetzt Autorenname, der auf der Klappe steht und jetzt die Figur, die Hauptfigur, wenn das ist dann ja meistens ein Ich und die anderen, kann man die irgendwie in Deckung bringen. Und bei Knausgard würde ich sagen, war zumindest für mich, als ich das zuerst las und zunächst auch sehr begeistert war, das war so ab 2013, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich allem hinterher gegoogelt habe, weil ich also wissen wollte, wie sieht denn das denn da aus, stimmt das wirklich? Und ja, lässt sich halt überhaupt nicht feststellen, ne? Also das ist der Punkt, das ist absolut fruchtlos und also um vielleicht die Absurdität dieses Hinterhergoogelns und des Versuchs, das zu überprüfen, herauszustellen, ich kann eine kurze Anekdote erzählen. Mir hat dann eine Freundin mal eine SMS geschrieben, die also sich dann irgendwann auch der Knausomanie überlassen hat und hat irgendwie gefragt, hast du auch jetzt schon gegoogelt, wie es in Orendal aussieht oder wie es irgendwie heißt? Und da habe ich geantwortet, nee, habe ich nicht, weil ich Games of Thrones nicht gucke, weil ich irgendwie gedacht habe, dass das ein ausgedachter Ort ist. Und tatsächlich hätte dieser Ortsname genauso gut in Game of Thrones vorkommen können. Ich hätte ungefähr genauso viel darüber rausgefunden, wie das tatsächlich gibt. Also von daher, ja, zusammengefasst, dass das Label oder der Gattungsname Autofiktion hat sehr starke Grenzen, glaube ich. In dem, also irgendwo kommt es dann auch nicht drauf an, sozusagen, ob es das tatsächlich gibt, diesen Ort. Vielleicht, wenn wir schon mal so ein bisschen in Richtung der soziologischen Perspektive gehen, die wir ja hier auch vertreten haben durch Silke van Dijk, wenn man sich überlegt, dass es eine gewisse Häufung gibt von Leuten, die über das Ich schreiben und das auch sozusagen mit dem Anspruch tun, dass es sie auch sind, auch wenn es sozusagen fiktionale Anteile gibt. Was würde man sagen, es gibt ja da unterschiedliche Erklärungsansätze, also Ich-Generation, Ich-Bezogenheit, jeder will halt nur noch über sich selber reden, fragt sich dann, warum es die anderen lesen, sozusagen Bedürfnis nach Unmittelbarkeit, nach Identifikation oder sowas, vielleicht wie auch Bedürfnis nach Authentizität oder auch Autorität der Autorstimme, also sozusagen, dass es tatsächlich selbst erlebt hat. Sind das sozusagen Motive, die Sie da sehen oder was, wie würden Sie das Phänomen einordnen? Also ich würde erst mal sagen, dass ich finde, vom Ich auszugehen kann völlig unterschiedliche Ziele haben. Irgendwer hat mal den Begriff textuelle Selfies verwendet, wo ich denken würde, das stimmt für jemanden wie Knausgard wahrscheinlich sehr viel mehr als für einen Didier Eribon oder einen Christian Baron, die quasi vom Ich auf die Welt gucken. Ne? Also von daher würde ich immer da nochmal nach der Perspektive fragen. Und die Sache mit der Authentizität, die finde ich, ist deshalb, also ich finde, die Frage ist, wenn der Verweis auf die authentische Geschichte das Argument ersetzt. Und ich glaube, das Problem, was dann entsteht in der Rezeption oder jetzt auch aus einer soziologischen Perspektive, ist ja immer die Frage, ist die Haltung, ist die Perspektive, die mir nahegebracht wird, ist die eigentlich noch kritisierbar? Ist sie noch problematisierbar oder immunisiert sie sich gegen Kritik, weil sie beansprucht, quasi ein authentisches Statement zu sein? Und ich glaube, das kann man in den Debatten schon beobachten. Und vielleicht noch eine Sache, die ich spannend finde für uns als Soziologen und Soziologinnen, war jetzt am ehesten, glaube ich, auch der von Ihnen sogenannte Boom der Arbeiterkinderliteratur natürlich interessant, wobei man dann auch immer sagen muss, ein Christian Baron oder Edouard Louis oder Didier Eribon, das sind natürlich Sozialwissenschaftler quasi, also Autoren, die jetzt nicht aus der Fiktion in die Autofiktion wechseln, sondern wie bei Eribon eher aus der wissenschaftlichen Analyse in die Autofiktion. Und da finde ich den spannenden Punkt, da würde ich sagen, jetzt auch als Wissenschaftlerin, warum war das für uns so wichtig, warum lesen wir das plötzlich auch alle, dass die Klassenperspektive tatsächlich lange aus der Diskussion verschwunden war und vor allem immer eine sozialstrukturelle war, die mit wenig Erfahrungshintergrund versehen war.
Also warum plötzlich auch ganz viele Soziologen und Soziologinnen, für die das nichts Neues ist, die Herkunftsabhängigkeit von Bildung oder der Lebenswege, doch auf diese Formen von Literatur zurückgreifen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der aber aus einer soziologischen Perspektive spannend sind, ist, das sind jetzt in Anführungsstrichen Authentizität beanspruchende Geschichten, aber es sind Ausnahmegeschichten. Als Soziologin könnte ich sagen, sie erzählen eine Geschichte über die Welt, die eigentlich nicht besonders wahr ist. Sie sind alle Aufsteiger, also die Geschichte von Erebon sozusagen aus der Arbeiterklasse zum gefeierten Intellektuellen, aber auch von dem Christian Baron, das sind absolut seltene Geschichten, die eine ganz große Kraft kriegen durch diese Geschichte, aber empirisch die absolute Ausnahme sind. Also könnte man immer noch mal fragen, erzählt das Authentische oder sozusagen das Autobiografische eigentlich mehr von der Welt, als es in dem Fall etwas Fiktionales tun würde, das der Unwahrscheinlichkeit genau dieser Geschichten Rechnung tragen würde. Interessant, Herr Metz, Sie wollen da. Ja, ich würde gerne genau dort anschließen. Das ist eine hochinteressante Beobachtung, die man jetzt vielleicht wiederum literaturwissenschaftlich noch einmal neu facettieren kann, weil ich sagen würde jetzt wiederum, dass es zwei neuere Phänomene gibt, die zu diesem Boom geführt haben. Und zwar zum einen, dass es tatsächlich eine Kapazität gibt des Erzählens von Geschichten, die es zuvor nicht gegeben hat. Also eine ganze junge Generation von Autorinnen und Autoren, gerade im deutschsprachigen Raum, also Herr Oud gehört ganz sicher mit dazu, aber denken Sie an Ismaci, denken Sie an Otoro, denken Sie an Stokowski und so, wir können ein ganzes Panorama aufmachen jetzt und die sind alle in der Lage zu erzählen und die haben alle nicht nur die Kapazität zu erzählen, sondern die haben, obwohl das die Ausnahmegeschichten sind, aus meiner Sicht noch etwas, nämlich die Wut, um zu erzählen, weil die nämlich mit dem System gegen das System, gegen unglaublich viele Widerstände ihren Aufstieg vollbracht haben und sich jetzt auch zugleich offenbar in der Pflicht sehen, so verstehe ich das zumindest, über diese Aufstiege und über diese Milieus zu erzählen. Das ist die eine Beobachtung und die ist, glaube ich, sehr eng verwoben mit dem, was Sie gerade entworfen haben, Frau von Dijk. Und die zweite damit verbundene Beobachtung wäre, dass zugleich eben entsteht, dass wir von diesen Geschichten in der deutschsprachigen Literatur sehr wenig gehört haben, und dass jetzt also genau diese Geschichten hochkommen, auf den Plan kommen und sich dann die Frage stellt, wenn wir von diesem Pool von Geschichten so wenig gehört haben wie überhaupt, warum dann überhaupt noch fiktionalisieren? Weil die Geschichte pur ist ja schon interessant genug, denn die haben wir so lange schon nicht mehr gehört in der deutschsprachigen Literatur. Und aus dieser Kombination dieser zwei Facetten, würde ich sagen, setzt sich die Faszination zusammen. Ja, also wir haben die Kapazität, obwohl das vielleicht Ausnahmen sind, und es füllt etwas wie eine Lücke. Herr Oudlo, Sie wollten das nicht? Ja, ich würde gerne noch was daneben stellen, also jetzt nicht direkt als Replik, aber vielleicht als Ergänzung und dabei ein Stück weit auch bestreiten oder in Frage stellen, ob es so einen Boom wirklich gibt, weil wenn wir jetzt nach Frankreich schauen, ja, Annie Ernaux schreibt seit 30 Jahren oder vielleicht noch länger. Und wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, auch jemand wie Aras Ören in Was will er in der Nauninstraße, also auch wo es genau um diese Geschichten geht, sich selbst zu behaupten, ein bestimmtes Milieu zu beschreiben, ja, hat das eben auch schon in den 70er Jahren getan. Ich habe den Eindruck, dass das eher eine Frage der Rezeption oder wenigstens Perzeption ist, also eher eine Wahrnehmungsfrage als tatsächlich die Tatsache, dass jetzt ganz, ganz viele Autorinnen das fiktionale Schreiben für sich entdecken. Ich glaube, das gibt es halt wirklich schon länger. Es wird jetzt gerade eben vermehrt diskutiert. Das möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Vielleicht stimmt das ja auch nicht, aber ich bin mir da unsicher. Und dann würde ich gerne nochmal an diesen letzten Punkt anschließen. Wenn diese Geschichten, wenn wir die hören wollen, müssen, brauchen, und sie noch nicht so gut kennen, wozu brauchen wir die Fiktion, wenn wir jetzt hören, was wirklich passiert ist? Und da habe ich sozusagen so ein Unbehagen am Unbehagen an der Fiktion, ja? Weil ich glaube, dass es darum geht, schon eine Art, was auch immer das heißen mag, Wahrheit oder so, zu erfassen der eigenen Lebenswirklichkeit oder der Gesellschaft, in der man lebt. Aber man kommt dieser Wahrheit nicht näher durch sozusagen eine autobiografische Wiedergabe oder eine Wiedergabe dessen, was tatsächlich passiert ist, als wenn man fiktionalisiert. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass sozusagen die Suche nach Wahrheit oder Wahrhaftigkeit oder nach dem, was tatsächlich eine Autorin in der
in der eigenen Biografie und in der Gesellschaft spürt, nicht entlang der Achse Autofiktion und Fiktion verstanden werden kann. Ist deutlich geworden, was ich meinte? Also ich glaube nicht, dass sozusagen eine autobiografische Erzählung per se mehr Informationen und also emotionale und faktische Informationen über das transportiert, was diese Menschen erleben, als eine fiktionale Erzählung, die sich eine Figur ausdenkt und eine Geschichte ausdenkt. Und ich glaube, ich habe den Punkt verstanden, oder ich hoffe es zumindest, aber ist, gibt es nicht doch sozusagen einen Punkt, oder zumindest so, wenn ich das mir jetzt angehört habe, wo es eine Häufung gibt, vielleicht nicht von autofiktionalen Erzählweisen, also vielleicht ist es tatsächlich der falsche Begriff, sondern eine Häufung gibt von Stimmen, die nicht sozusagen zum klassischen, in der klassischen Weise erwartet werden, eben in der Hochliteratur. Und das sind die Einwandererkinder, also es sind ja nicht nur die Aufstiege, die soziologischen Klassenaufstiege, sondern es gibt jetzt einfach eine große Generation von Einwanderkindern, die eben den Bildungsweg gemacht haben und die nicht mehr nur Ärzte und Rechtsanwälte werden, sondern auch Schriftsteller mittlerweile und dann sozusagen davon erzählen, also auch einfach von sozusagen Herkünften erzählen, die vorher vielleicht weniger gehäuft waren in der Literatur und dann wird das aber so als Phänomen, wird das dann wahrgenommen als, oh, da ist plötzlich ganz viel so Erzählen vom eigenen, aber es ist ja vielleicht dann auch fast wieder gefangen in dieser klassischen, sozusagen dichotomischen allgemeines versus partikulares Sichtweise, also das partikulare Geschichte, das Autofiktionale ist dann eben das, was Gruppen erzählen, die sonst vielleicht nicht schon immer diese Stimme hatten. Ja, ich würde das ja total gerne aufgreifen, weil ich glaube für die Diskussion, dass die zentrale Frage ist, wer ist eigentlich dieses Ich, das spricht? Mhm. Hat das zugenommen, dass in diesem Sinne autofiktional gesprochen wird oder sind die Stimmen diverser geworden, die autofiktional sprechen? Und dann ist ja auch immer die Frage, aus welcher Perspektive sprechen sie? Ne? Wir kennen die lange Debatte, also ganz lange haben, man kann es so sagen, vor allem weiße Männer in der Ich-Perspektive gesprochen und dabei beansprucht, über die Welt zu sprechen. Und deswegen ist auch immer die Frage, ob diese Debatte nicht was verschiebt, weil sie bestimmten Positionen dann nur zugesteht, ein partikulares Argument zu machen. Ich finde, Ania Noh ist ein super Beispiel. Ich meine, das war, die war in Deutschland, bis Didier Eribon sie reputabel gemacht hat hier, war sie bei Goldman verlegt als Frauenliteratur. Sie hat immer über ihre Herkunft, ihre Klassenherkunft geschrieben, aber so ist sie nicht rezipiert worden. Und Didier Eribon ist jetzt nie als, wenn überhaupt, als Schwuler in seiner Klassenperspektive rezipiert worden, aber es ist nie als eine spezifische Männergeschichte gelesen worden. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wer hat überhaupt die Position, über die Welt zu sprechen? Wem wird das zugestanden? Und wem wird von vornherein vorgeworfen oder vorgehalten, nur eine sehr individuelle oder partikulare Geschichte zu erzählen? Und ich glaube, da bricht gerade was auf. Und das ist natürlich extrem spannend. Und das sehen wir auch in den aktuellen Debatten. Ne? Wenn Christian Baron sein Buch nennt, ein Mann seiner Klasse, ist da ein ganz großer Anspruch, nicht nur mal die eigene Biografie zu erzählen, sondern eine Klassenanalyse zu schreiben. Und dann kann man fragen, ob alle Männer aus demselben Milieu ihre Kinder mit dem Kopf gegen die Wand hauen, ob das wirklich eine Klassenanalyse ist oder doch vielleicht eher eine Autobiografie, aber das wäre nochmal ein anderes Thema halt. Ne? Also sozusagen ein Spannungsverhältnis von Partikular und Universal, dem wir hier auf der Spur sind. Ich bin jetzt gar nicht sicher, in welche Richtung, ob wir sozusagen schon vielleicht in die Richtung auch des Identitätspolitischen vielleicht uns schon bewegen sollten. Einfach diese Frage, wer eigentlich schreibt und wem wird zugestanden zu schreiben? Wer hat eigentlich eine Stimme? Ich meine, das haben Sie ja jetzt gerade beschrieben. Es ist offensichtlich, verschiebt sich da gerade was. Es gibt im deutschen Literaturmarkt mittlerweile einfach eine viel größere Breite an Stimmen. Und ist das sozusagen ein Teil dieses Phänomens? Würden Sie das auch so sehen und würden Sie dann sagen, dass es gibt sozusagen eine andere Art von Glaubwürdigkeitsanspruch dadurch, dass die Debatte oder dass der literarische Reigen quasi ein breiterer geworden ist? Nee, das würde ich nicht so sehen. Ich würde aber gerne erstmal noch mal kurz an Silke van Dijk oder van Dijk anschließen, weil ich glaube, dass Sie einen wichtigen Punkt akzentuiert haben, denn was die Autofiktionen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, ja vor allem leisten, ist also
Subjektmodelle anzubieten für eben bestimmte soziale Phänomene, zum Beispiel Klasse, und eben zu, und dann wird es so ausgelesen, als sei, was man da bekommen würde, also jetzt nicht nur die Geschichte von der einen Person, sondern sozusagen eine exemplarische Erzählung von einer Sozialfigur. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, dass das zu kurz greift bei den Texten jetzt auch als poetische Gebilde sozusagen, weil man die dann also nur sozusagen inhaltistisch liest und versucht herauszufinden, wie gut bestätigen die Theorie oder wie schlecht machen sie das. Das tut den Texten Unrecht, und man kann auch bei Anne Ernaux sehr gut zeigen, wie sie sich genau dem immer wieder entzieht. Wäre ein anderes Thema, aber sie macht das vor allem über ihren Gebrauch der Fotografie, würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Zu Ihrer Frage nochmal, also ob es jetzt durch die Diversifizierung der Stimmen, die diese Texte schreiben können, sozusagen einen Boom gibt. So grob zusammengefasst war das die Frage. Ja, also grundsätzlich, es geht ja immer noch so um die Phänomenbeschreibung. Haben wir es nur mit Diversifizierung zu tun oder tatsächlich mit Autofiktion? Oder? Ja, also ich glaube, dass man vielleicht dazu sich erst mal ein bisschen breiter auch angucken müsste, wo sprechen denn diese Gruppen, Sie haben jetzt Einwandererkinder vorher gesagt oder irgendwie vorher marginalisierte Personen, wo sprechen die überhaupt über sich? Und wo sagen die ich? Und es ist auf eine Art ein bisschen merkwürdig, finde ich, das nur auf den Buchmarkt und da eben speziell auf ein Genre zu konzentrieren. Weil was man ja vor allem sehen muss und mitbeobachten muss, ist, dass es eine Ausdifferenzierung auch von Medien gibt und von Formularen, in die man sich eintragen kann. Und da wäre also zunächst also eben erstmal, was weiß ich, Instagram oder Twitter oder auch Facebook ein Ort, wo Leute permanent über sich schreiben. Und ich würde sagen, dass das einen sehr viel größeren Einfluss darauf hat, dass das erfolgreiche Arten zu schreiben und zu sprechen sind, weil es jetzt allgemein eine sehr viel größere Gewöhnung daran gibt, Ich-Äußerung zu hören und die mit der Person zu verrechnen, nämlich mit einem Account oder mit einem Profil. Und ich finde, dass man das genauer nachverfolgen müsste und dann vielleicht auch sehen müsste, wie wandern denn AutorInnen, die man da beobachten kann, aus diesen Plattformen und Medien in den Literaturbetrieb ein. Ich glaube, man kann das relativ genau sehen, dass viele davon eben erstmal sich dort platzieren und damit ja dann auch als potenziell verkaufsträchtige PublizistInnen eben vorkommen und dann Buchverträge kriegen. Ja? Also irgendwie so. Oder natürlich über die normalen Wege von Wettbewerben, Preisen und so weiter. Ja, gut. Und das, glaube ich, müsste man erstmal sich genauer angucken, bevor man nur sagt, ja, der Buchmarkt greift jetzt was auf, was in der Gesellschaft ist. In der Gesellschaft ist das über diese sozialen Medien das Thema des Autofiktionen. Mhm. Sie wollen dazu gehen? Ich finde den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und dem Wunsch, Autofiktion als Label zu verwenden und vermarktbar zu machen, sehr interessant. Also da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden. Ich finde den Punkt sehr wichtig. Ich habe trotzdem gerade den Impuls, ein Stück weit zu widersprechen, weil diese Vorstellung, dass sozusagen Buchverträge verknüpft sind mit funktionierenden Auftritten in den sozialen Medien, sehr schnell evoziert, dass die Buchverträge nicht verknüpft sind mit der Kunstfertigkeit der Autoren. Und das wollten Sie vielleicht gerade gar nicht sagen, aber ich finde den Punkt sehr gefährlich. Nee, das wollte ich nicht sagen. Nee, genau, ich möchte das auch auf keinen Fall in den Mund legen, aber es gibt diese Ansicht, vielleicht nicht unbedingt hier in dem Raum, aber wenn über dieses Thema der Autofiktion und das Thema von marginalisierten Positionen, die jetzt in Mainstream-Medien und Publikumsverlagen veröffentlichen können, gesprochen wird, liegt das manchmal im Raum. Und da wollte ich jetzt einmal sagen, dass ich dieser These grundsätzlich nicht folgen würde. Also es gibt erstens, und da kommen wir doch an den Punkt zusammen, erstens lange bevor sozusagen Publikumsverlage diese marginalisierten Stimmen für sich entdeckt haben, haben eine Geschichte der Autorenschaft seit Jahrzehnten
Einige Beispiele gibt es, die bis zum Nobelpreis gereicht haben, wo es dann doch Publikumsverlage sind. Also Elias Canetti ist für mich ein wunderbares Beispiel für einen postmigrantischen deutschsprachigen Autor, ja, mit Wurzeln im Osmanischen Reich, jüdischer Autor, der gerade für seine autofiktionalen Romane geschätzt und letztlich dann für den Nobelpreis bekommen hat. Aber es gibt halt ganz, ganz viele und viel mehr, die eben sich nie Gehör verschaffen konnten im Mainstream, von denen nicht wahrgenommen wurden, weder von der Literaturkritik, vielleicht noch von der Literaturwissenschaft, weiß ich nicht, und eben auch nicht von den Publikumsverlagen. Und die hatten keine Instagram-Accounts und die hatten keinen Twitter und die haben geschrieben und die haben wichtige Texte geschrieben und werden teilweise jetzt wiederentdeckt. Also Beispiel Aglaya Veterani, wobei die war dann schon bekannter, Beispiel Aras Ölen, gibt ganz viele Beispiele, die dann jetzt teilweise wiederentdeckt werden. Deshalb wollte ich da einfach nochmal sondieren. Wichtiges Thema, soziale Medien, aber wir sollten vorsichtig sein, wenn wir da eine Kausalität herstellen zwischen Instagram-Accounts und Buchverträgen, was jetzt gerade nicht getan wurde. Obwohl es jetzt ich auch nicht sagen würde, dass es gar nicht passiert. Also nein. Man könnte konkret ja Beispiele benennen, also in denen das der Fall ist. Sie wollen dazu auch noch was sagen, Herr Metz? Ja, nur wirklich auf die Schnelle, dass ich auch finde, dass sich das eine und das andere eben nicht ausschließt und dass es nochmal wichtig ist zu sehen auch, dass auch solche Texte wie die von Baron oder ähnliches nur Verschränkungen sind, tatsächlich von hochgradig ambitionierten Verfahren eben auch mit dem autodiegetischen oder dem autobiografischen. Also, dass man wirklich auch dieses Ästhetische sehr, sehr stark machen muss. Und da würde ich als Literaturwissenschaftler eben auch sagen, da ist vielleicht was angestoßen worden durch die sozialen Medien, was vorher schon im Raume war. Und ich würde aber den jetzt schon wieder ein bisschen in Frage gestellten Boom nochmal ausschwenden und würde sagen, dadurch, dass ein sehr guter Indikator dafür ist eigentlich die Wiederentdeckung von Autoren und Autorinnen, die in dieser Art und Weise geschrieben haben und die offenbar momentan in eine Zirkulation hineinkommen können. Es wäre übrigens auch der Moment, wo ich als Literaturwissenschaftler anfange, darüber zu sprechen, weil der Moment der Innovation, also der Erfindung genau dieser Art des Schreibens, der liegt schon einige Zeit zurück und über den kann ich eigentlich sehr gut sprechen. Und was jetzt also passiert, ist die Ausbreitung in der ökonomischen Zirkulation, also die Erweiterung des einen Prinzips, das als Innovation schon einige Zeit ja zurückliegt. Aber nur ganz kurz, Sie können den Moment sehr gut beschreiben, der Erfindung dieses Genres? Das ist das, ne, was ja sozusagen literaturhistorisch, ja, das war ja eben schon das Argument, dass Clandestin schon dort war, ne, das gibt es ja alles schon längst. Ne, den können wir also sehr gut mit der Entstehung von Autobiografie und ähnlichem autobiografischem Schreiben eben sehr gut festmachen, ja, wo das ist. Und jetzt können wir also von diesen Bezugspunkten aus sagen, so, was passiert jetzt, dass es eine Wiederentdeckung erstens gibt, genau diese Art des Erzählens. Da würde ich noch einen Punkt auch sehr stark machen, nämlich den von der Wirkungsseite aus. Ja, ich würde sagen, das ist auch durchaus durch die Medialisierung dieser Ich-Inszenierung, der Personeninszenierung in ihrer Wirkung nochmal neu entdeckt worden, nämlich dass das, was man vielleicht nur als pure Erinnerung mit Kierkegaard sehen würde, ja, wann immer es durch eine Person geht, ja, also existenziell und zum Existenzial wird, dann hat das eine besondere Fähigkeit, Affekte anzuregen. Da sind wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als ist das gut gebaut nur alleine oder nicht. Also das weist in einer bestimmten Art und Weise besonders Wirkung zu entfalten. Und ich glaube, diese starke Wirkung zu entfalten, das sehen wir eben genau in den Fällen, in denen im Moment autodiegetisch oder autofiktional, autobiografisch massiv erzählt wird. Ja, das hat eine ganz andere Wirkung als eben die Erfindung einer anderen Figur und in die was hineingesetzt wird. Und da würde ich eher die Verschiebung auf der graduellen Abweichung ausmachen. Ja, und da leben wir gerade in einer Skepsis gegenüber solchen Erfindungen und vielleicht in einer übertriebenen Idealisierung des direkten Erlebnisses und der direkten Erfahrung, ja, die als Besonderheit im Moment gehandelt wird, die zum neuen Ideal geworden ist momentan. Ja, und darüber könnte man sich wieder unterhalten, wo das herkommt. Ich hätte dazu eine Rückfrage. Ich glaube, nur eine Rückfrage. Ich verstehe das Argument mit der anderen Wirksamkeit. Was ich gerne wissen möchte, ist, meinen Sie, dass diese andere, also dass es wirkungsvoller ist oder einfach eine andere Wirkungsebene? Also ja.
Also ne, ob das nur eine Intensitätsfrage ist oder eine Qualität, würde sagen, es macht eine ganz andere Palette auf. Und zwar von einem anderen Punkt aus. Und wir können das eben sehr gut sehen anhand von Theoremen, die genau diese Unterschiede gemacht haben. Und das würde eben in einer Folge beispielsweise von Kierkegaard über Nietzsche, ja, literaturhistorisch und philosophisch liegen. Und die haben immer wieder diesen Punkt gemacht, sobald irgendwas ins Existenzial geht, ist es was anderes als andere fiktionale Entwürfe in ihrer Wirkung. Und jetzt würde ich wiederum sagen, Intensität wäre ein Kriterium, aber sicher nicht das einzige Kriterium, sondern man könnte eine ganze Palette eröffnen. Und ich würde sagen, das passt, na, in diese Art des Erzählens passt sehr gut in eine Beschreibung von Gegenwärtigkeit, warum das im Moment in der Zirkulation hoch erfolgreich ist. Und das würde ich weiterhin behaupten. Vielleicht kommen wir auf diese Wirkungsfrage nochmal zurück. Ich würde jetzt sozusagen auch nochmal im Ausgang von den beiden letzten Beiträgen nochmal nach der Rezeption fragen, weil das interessant ist, wenn Sie jetzt Canetti ins Spiel bringen. Also tatsächlich, man kann die Beispiele ja beliebig weit zurückverfolgen des autobiografischen Schreibens, das natürlich auch Dichtung und Wahrheit ist, wie wir immer wissen. Dass es aber jetzt ein erhöhtes Interesse daran gibt, das ist ja sozusagen das gesellschaftlich oder soziologisch Interessante, dass es offensichtlich eine Rezeption gibt, die intensiviert ist und die mit mehr Interesse daran ist. Auch weil wir natürlich sozusagen Ich-Äußerungen, die auch exemplarisch stehen für eine Gruppe, eine Klasse, eine Identitätskategorie, sehr gewohnt sind durch verschiedene andere Medien auch. Aber auch sozusagen für die, vielleicht auch die Frage an die Soziologie, Sie haben das ja schon vorhin beschrieben, dass es sozusagen für die Wissenschaft interessant ist, weil es so eine Art von Dichterbeschreibung ist oder Phänomenologie von Dingen, die die Soziologie sozusagen nur empirisch sozusagen mit methodischen Werkzeugen von außen ansieht. Also es gibt sozusagen eine Art von Gehalt, der plötzlich interessant wird. Und was ist das? Was ist da die Verschiebung in der Wissenschaft, im wissenschaftlichen Interesse auch, dass man sozusagen nicht mehr über allgemeine Kategorien sich nur interessiert, sondern tatsächlich für phänomenologische Beschreibungen von Realitäten. Gut, das tun wir natürlich schon länger. Die Frage ist, ob N gleich 1 ich ist. Also das ist das, was wir normalerweise nicht machen. Ja. Aber so haben zum Beispiel Studierende von mir auch ihre Bon gelesen, dass sie gesagt haben, da kann doch nicht nur seine Mutter nehmen, der hätte doch nochmal andere interviewen müssen oder so. Das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel. Ich glaube, dass es total wichtig ist, sich nochmal anzugucken, warum gibt es einen Boom, wo wir gerade darüber diskutieren, wenn es doch die Form des Schreibens eigentlich schon sehr lange gibt? Und das eine ist vielleicht die Diversität der Stimmen. Und das andere ist, dass ich sagen würde, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und auch die politischen Debatten haben sich verändert. Und ich glaube, das ist absolut entscheidend für die Rezeption an diesem Punkt. Und das ist, glaube ich, genau diese Frage, aus welcher Perspektive spreche ich, wer darf über welche gesellschaftlichen Sachverhalte sprechen. Und das ist natürlich aufs Engste verbunden mit den neuen sozialen Bewegungen und natürlich auch mit emanzipatorischen Kämpfen, die immer darauf gezielt haben, wenn man jetzt die Frauenbewegung oder auch die Bürgerrechtsbewegung nimmt, zu sagen, ihr sagt Mensch und ihr meint weißer Mann. Also man kann sagen, diese sozialen Bewegungen haben eigentlich immer gesagt, ihr behauptet für das Universelle, für das Allgemeine zu sprechen, aber eigentlich habt ihr nur die Macht, eure partikulare Position allgemein zu stellen. Und ich glaube, dass aber aus dieser total richtigen Bewegung, das ist das, was ich ja auch mal rebellischen Universalismus genannt habe, wenn diese Positionen so schnell als Identitätspolitik oder Spaltung oder so beschrieben werden. Ich glaube, dass damit aber etwas entstanden ist, was auch nicht ganz unproblematisch ist, nämlich die Idee, man könne eben am besten aus der eigenen Betroffenheit und der eigenen Perspektive das Richtige und Wahre über die Situation sagen. Und klar müssen wir historisch sehen, es hat feministische Bewegungen gebraucht, bis Frauen überhaupt als Subjekt der Geschichte zum Beispiel in der Wissenschaft oder der Literatur auftauchten. Und trotzdem würde ich bis heute sagen, es muss möglich sein, von dieser Erfahrung zurückzutreten und etwas Richtiges über diese Erfahrung und die Situation auch aus einer anderen Sprechposition zu sagen. Und ich glaube, dass dieser Boom dieser Literatur ganz eng damit zusammenhängt, dass wir schon eine Tendenz haben, dass die eigene Position authentifiziert werden muss, um etwas Bedeutsames zu sagen. Und ich habe das zum Beispiel irgendwann gedacht, kennen Sie ja wahrscheinlich auch alle, wenn man Inszenierungen im Maxim-Gorki-Theater sieht von Jarl Runn, was ich immer sehr geliebt habe. Und irgendwann dachte ich mal, ich möchte mal wieder Schauspieler, die nicht selber das erlebt haben, was sie darstellen. Und ich fände, das könnte trotzdem eine extrem gehaltvolle Darstellung sein. Also ich glaube, wir streiten darüber, wer darf aus welcher Perspektive für wen sprechen und haben hier vielleicht durchaus eine schwierige Debatte darüber, sind jetzt andere Positionen weniger richtig, weniger authentisch, wenn sie nicht persönliche Betroffenheit ausweisen können. Und hier haben wir ja natürlich sozusagen ein riesiges Feld, was oft auch sehr polemisch beackert wird, aber faktisch haben wir ja
die grundsätzliche Problematik, dass wenn ältere weiße Männer über junge Frauen schreiben, das suboptimal rauskommt oft, also wir hatten sehr kürzlich den Hashtag Dichter dran, also über wie männliche Literaten eigentlich Frauen beschreiben. Mhm. Also es gibt immer sozusagen die Vermutung, dass der auch kolonisierende Blick, also man kann das erweitern auf alle möglichen Themen, zum Rassismus und so weiter, nicht unbedingt die Wahrheit trifft. Das ist so die eine Seite, die berechtigte, der berechtigte Wunsch nach Selbsterzählen der eigenen Geschichte, der sozusagen in alle kleinen Winkel geht, und das Umgekehrte ist dann aber auch wiederum die Delegitimation von Narrativen oder Fiktionen, die man nicht selbst erlebt hat. Das kennen wir dann auch wiederum, die sozusagen sehr polemischen und aufgeregten Beispiele. Also was war das jüngst? In Amerika gab es den Fall von der Janine Cummins. Ich habe es, Janine Cummins mit American Dirt, also dieser Film über die mexikanische, dieses Buch über die mexikanische Grenze, und wo dann eben da gemacht wurde von der lateinamerikanischen Seite, dass es sozusagen nicht vom eigenen Erlebnis her geht und sozusagen eine Cultural Appropriation sei, die ungerechtfertigt sei. Die dann aber überdies natürlich auch argumentierten, es ist auch ästhetisch falsch geworden, weil es aus diesem Nicht-Selbst-Erleben heraus dann auch nur klischiert und kitschhaft beschrieben werden kann. Und das ist ja immer diese Abwägungsfrage. Also wo stellt man sich denn dahin in diesem ganz breiten Feld dieser extrem heiß debattierten Frage, wer darf überhaupt autoritativ über etwas schreiben? Und wenn man das aber zum Extrem führt, dann gibt es überhaupt keine Fiktion mehr. Dann kann ich nur noch mal den Roman meines eigenen Lebens schreiben, und den kann jeder schreiben. Das ist ein Zitat von Elke Schmitter, das fand ich auch mal ganz interessant. Also der Erstlingsroman ist einfach, den Roman des eigenen Lebens kann jeder schreiben, danach wird es schwierig. Aber was schreibt man dann, wenn man dann nicht mehr... Also das Feld ist ja ganz... Und politisch ist es wahrscheinlich viel polemischer, als ich jetzt hier in dieser sehr differenzierten wissenschaftlichen Runde als Sie es diskutieren wollen. Aber trotzdem müssen wir uns ja dazu verhalten, zu diesen auch politisch mit harten Bandagen geführten Debatten. Ja. Ja. Also erstmal, ich glaube nicht, dass jeder seinen eigenen Lebensroman schreiben kann. Wenn das so ist, rufe ich jeden und jede dazu auf, das mal zu tun. Das vorweg. Besser nicht. oder vielleicht kann es jeder, aber es hat einen Preis. Schreiben hat eben einfach einen Preis. Ich meine das nicht ökonomisch. Und ich möchte gerne zu diesem Punkt Spannungsverhältnis politisch und ästhetisch was sagen. Vorweg eine Sache, die mir auf der Seele brennt gerade. Diese Intensitätssache, ja, das möchte ich gerne nochmal loswerden. Ich möchte bestreiten, dass sogenannte autofiktionale Literatur dazu tendiert, wirkungsvoller zu sein. Ich glaube, dass es eine spezifische Wirkung hat, die sich aber nicht graduell sozusagen als höher oder weniger zu der Wirkung von Fiktion beschreiben lässt. Und ich sage das hier nicht als irgendwie dogmatischer Verfechter der Fiktion. Ich arbeite gerade selber an einem Text, wo autobiografische Elemente vielleicht sogar ein bisschen mehr einwirken werden als bei den anderen Büchern. Also darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass beides eine Wirkungskraft hat, die ich zumindest brauche. Und mein Beispiel dafür ist ein Autor, der für mich sehr wichtig ist, James Baldwin. Der hat beides gemacht, der hat seine autobiografischen, essayistischen Texte geschrieben, Notes of a Native Son oder jetzt gerade ins Deutsche neu übertragen, Nach der Flut das Feuer, ja, ein autobiografischer Essay über Rassismus in den USA in seiner Zeit. Ist das wirkungsvoller, ruft mich das sozusagen vielleicht emotional oder auf einer anderen Ebene stärker an als sein Roman Another Country? Nein, beides wirkt auf mich sehr intensiv. Ich kann das nicht sozusagen graduell bewerten. Ja? Das ist einfach ein wichtiger Punkt für mich gewesen. Ich weiß, die Frage ist jetzt eine andere, aber ich konnte das nicht stehen lassen, das verzeihen Sie mir. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt nochmal sprechen wollen. Oder können wir machen, oder wir können es auch ins Politische weiten. Da würde ich jetzt der Runde überlassen. Sonst würde ich dazu vielleicht einen Satz noch sagen, und dann können Sie das ja entscheiden, ob Sie darauf eingehen wollen oder nicht. Ich finde nämlich genau das, was Sie gerade gesagt haben, nicht die politische Frage dahinter, also auch in dem Beispiel jetzt, sondern die ästhetische Frage dahinter ist für mich als Romanautor entscheidend. Und das verstehe ich unter politischem Schreiben übrigens.
Politisches Schreiben heißt für mich nicht zu versuchen, mein Schreiben zu kontrollieren und so politisch korrekt wie möglich zu sein, sondern politisches Schreiben heißt für mich, mein Schreiben auch zu reflektieren. Also aus dem Bauch heraus reicht einfach nicht, weder fürs Handwerk noch für den Inhalt. Also weder für die Form noch für den Inhalt. Und wenn ich die Absicht habe, einen Roman über ein bestimmtes Thema, entweder aus meinem Leben oder nicht, zu schreiben, dann habe ich auch den Anspruch, das politisch und ästhetisch so zu reflektieren, dass gegeben meine Fähigkeiten, ich so weit wie möglich frei bin von Stereotypen und Klischees. Das schafft niemand ganz, ne? Das ist ein Ideal. Aber so weit wie möglich frei davon zu sein. Denn wenn ich die Stereotype reproduziere in meinem Roman, dann ist das ein ästhetischer Preis, den ich zahle. Dann verliert der Roman ja den einzigartigen Blick, den die schriftstellerische Sprache zu bieten hat. Dann wird es hier eine Reproduktion dessen, was ich draußen zuhauf finde. Es verliert eigentlich die literarische Kraft dadurch. Und das, finde ich, ist sozusagen das ästhetische Thema, wenn es um die sogenannte Political Correctness in einem Text geht. Ich wurde angesprochen nach einer Lesung, nach einer Essay-Lesung wohlgemerkt, beim Essen danach von einer Zuhörerin, sehr, sehr freundliche Person, die mir gesagt hat, aus ihrer Sicht sollte es keine Romane mehr geben mit männlichen Ich-Erzählern. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, das heißt, ich schreibe jetzt meinen nächsten Roman aus der Perspektive einer Frau. Dann hat sie gesagt, nee, Männer sollten nicht aus der Perspektive von Frauen schreiben. Und dann meinte ich, okay, das heißt ja folgerichtig, Männer sollten gar nicht mehr schreiben. Dann hat sie gesagt, richtig. Und ich fand das irgendwie charmant. Also das fand ich finde, sie hat da einen wichtigen Punkt mitgemacht, ja. Aber es wird mich natürlich nicht davon abhalten, meine Texte zu verfassen, erstens. Und zweitens, jetzt kommt der sozusagen Twist, habe ich sie gefragt, welche Romane sie denn gerne liest. Und dann hat sie gesagt, sie liest keine Romane. Und der Punkt ist aber wichtig, weil wir, wenn wir sozusagen darüber sprechen, was ein Roman machen darf oder nicht und ob der jetzt autofiktional ist oder nicht, sei dahingestellt, ja, was ein Roman machen darf oder nicht, dann müssen wir das schon aus der Form heraus auch beantworten können und können nicht einfach politisch darüber reden und uns sind die ästhetischen Konsequenzen in dem Text egal. Sorry, das war jetzt sehr lang, aber es waren zwei Punkte. Ich hoffe, Sie wollten dazu gleich reagieren. Ja, weil das tatsächlich ja immer so die Frage ist mit dem, wer spricht für wen. Und ich finde, dass in der Debatte so eine Perspektive weggeht, zu sagen, nur weil weiße Männer in der Vergangenheit beansprucht haben, für alle zu sprechen, es als Ziel emanzipatorischer Bewegungen oder auch des Schreibens und des Forschens aufzugeben, dass genau diese emanzipatorischen Bewegungen Empathie und Solidarität erzeugen sollen, dass auch andere über diese Verhältnisse sprechen können. Und das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt, an dem wir heute häufig sind. Und deswegen ist die Kritik vollkommen berechtigt, dass in vielen Bereichen immer noch Mann gleich Mensch ist oder Mensch gleich weiß ist. Aber das ist doch trotzdem, deswegen finde ich auch immer diese Gegenüberstellung partikularistisch-universalistisch. Wer spricht über das Besondere, wer spricht über das Allgemeine? Ich finde die Perspektive der Solidarität viel entscheidender. Wer ist in der Lage, aus einer völlig anderen Position über das Leiden einer Person zu schreiben? Weil ich empathisch bin, weil ich die Perspektive mir habe erzählen lassen, weil ich sie miterlebe. Und das sozusagen als Position aufzugeben, das finde ich total gefährlich. Und diese Polarisierung haben wir in dieser Debatte. Ist das jetzt was Besonderes und was Allgemeines? Und trotzdem haben wir weiterhin eine Zuspitzung. Ich finde, Ta-Nehisi Coates hat das mal total schön gesagt. Er hat gesagt, also so auch dann in den Debatten, ne, nach der ersten Trump-Wahl, weiße Männer haben irgendwie immer berechtigte ökonomische Interessen und alle anderen haben Gefühle und Identitäten. Und das ist natürlich eine total richtige Beobachtung, die weiterhin gilt und die man in so ein Plädoyer für Empathie und Solidarität immer natürlich mitdenken muss als fortexistierende Machtverhältnisse und Asymmetrien. Das Problem ist dabei vielleicht auch ein bisschen, dass wenn man so argumentiert, wie Sie es jetzt gerade nachvollzogen haben, dass man dann die eine Art des autoritativen Sprechens, nämlich ich, weißer Mann, bin alle Menschen sozusagen, ersetzt durch eine andere Art des autoritativen Sprechens, nämlich ich spreche für mich und irgendwie deshalb die Wahrheit.
Das ist beides problematisch, weil es also zu kurz greift in dem, was man darüber über die Welt erfahren kann. Und das ist eine berechtigte Kritik. Es geht aber zudem, also rein historisch betrachtet, auch sehr stark daran vorbei, was die Autofiktion also von Anfang an wollte. Also um das nochmal historisch auch zu lokalisieren, der Begriff ist geprägt worden 1977 von Serge Dubrovsky in seinem Roman Fies, was Fäden und Sohn heißt. Und er gesagt hat, was er machen will, ist eine Reappropriation von sich selbst und der Welt. Und das ist in diesem Roman und auch in vielen anderen, die ihm sozusagen folgen, erstmal auch eine bestimmte Form Lektüren aneinander zu reihen und sehr stark mit Theorie auch zu operieren und gar nicht so sehr jetzt irgendwie zu sagen, ja, ich möchte gerne über mich reden, weil ich bin für mich super interessant und deshalb wahrscheinlich auch für alle anderen. Also so wird es ja auch oft dargestellt. Das stimmt nicht. Also die Tradition der Autofiktion handelt eigentlich von einer Depotenzierung des ganz starken Ichs, das nur über sich spricht oder nur für sich oder für alle anderen. Sondern es geht eigentlich darum, dass ich als eine Erzählinstanz aufzubauen, die eine besondere Art von Filter ist, durch die man also alle möglichen Arten von Theoriebeständen, Emotionen, Wahrnehmung und so weiter eben filtern kann und damit transparent macht, welche Form der Abmischung man wählt. Und das ist also was ganz anderes, als zu sagen, ja, ich hier jetzt darf sprechen für XY, was überhaupt eine Art ist, also wenn das Autofiktion ist, dann will ich das nie wieder lesen, weil es interessiert mich 0,0, also weil es einfach, es ist auch ein bisschen zu blöd, ehrlich gesagt, als Ansatz, also es ist zu wenig. Also das kann man so machen, aber das muss man dann irgendwie in einer anderen, das ist eine andere Art von Text, also nämlich keine Literatur vielleicht. Und vielleicht darf ich gleich noch zwei weitere Begriffe mit in die Tonne kloppen, die jetzt ein paar Mal im Raum waren, nämlich das Richtige und das Wahre. Ja, das ist einfach. Ja, das ist ja, auch doof. Absolut, ja, ne, okay, das kam jetzt ein paar Mal auf, ja, und damit gegenüber von in der Rede über Literatur und im literarischen Reden überhaupt aufzulaufen, macht genau das. Das ist ja so fad, dass es überhaupt nicht so klar zu fassen ist. Ja, und davon können wir uns einfach verabschieden. Ja, und ich glaube eben, wie Sie das ja auch schon vorher gesagt haben, die interessanten Texte haben diese Anlage und arbeiten eben entgegen des narzisstischen Projekts von ich oder sogar noch ich und das ist die Wahrheit. Ja, sondern die öffnen ja gerade ganz andere Räume und na, das ist das eigentlich interessante Projekt. Und das sieht man allerdings sehr häufig und ich würde sagen, das liest man heute. Ja, also zu dem Unterschied, den es in unseren Positionen gibt, ich würde sagen, das wird heute eben ganz anders gelesen. Ja, in der Wirkung ist das was ganz anderes, als es beispielsweise noch vor 20 Jahren war. Da hat sich was verschoben in der Wahrnehmung. Ja, aber also bitte weg von, ne, darf jetzt jemand repräsentativ die Wahrheit von erzählen oder mit erzählen ist es schon raus. Ja, und spätestens mit Literarisierung sind wir weg von diesem Begriff. Ja, ich gebe den Begriff der Wahrheit ungern auf, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben ja, wenn Sie das gerade so sagen, die interessanten Texte nehmen ja das Ich als Ausgangspunkt und nicht sozusagen als Zentrum der Analyse. Und damit sind Sie ja ganz nah an sozusagen etwas wie einer avancierten Wissenschaftstheorie, nämlich Sie geben die Gottperspektive auf oder the view from nowhere und haben eben sozusagen, nutzen die eigene Perspektive nicht für eine Selbstbeschau, sondern sozusagen für eine Analyse des Bestehenden. Also von dem her ist das ja sozusagen genau dieser Turn, den man auch in der Sozialwissenschaft wahrnehmen könnte, oder? Ja, ich würde genau sagen, ich glaube jetzt, dass es das Richtige und Wahre nicht gibt, da sind wir uns alle total einig. Ne? Das, was ich aber interessant finde, und das ist, oder naja, okay, also es kommt jetzt nochmal auf die Bereiche an, aber ich finde, über das, worüber wir gerade sprechen, ich meine jetzt nicht die Schwerkraft oder so, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Debatte. Nein, was ich spannend finde, ist aber, dass wir sehen, es gibt eine Nachfrage nach sowas wie Authentizität. Und ich glaube sogar, dass das häufig genau an die Stelle tritt. In einer Situation, wo es zunehmend Verwirrung darüber gibt, dass es keinen unangefochtenen Standpunkt mehr gibt, dass vermeintliche Wahrheiten dekonstruiert werden, dass Fakten erfunden werden, gibt es, glaube ich, so eine Suche nach so einem Anker. Und nach meiner Wahrnehmung ist das die Idee, sozusagen so eine Authentifizierung einer Position über das eigene Erleben. Jetzt nicht im klassischen Sinne, dass es deshalb wahr ist, aber dass es deshalb trotzdem etwas
Richtigeres über die Welt aussagt. Das finde nicht ich, aber ich glaube, es gibt diese Nachfrage. Und aus meiner Sicht hat das ein bisschen auch was mit diesem Boom zu tun. Mhm. Und ich erlebe das auch, aber auch in politischen Debatten oder auch aus Interviews, dass es tatsächlich auch so eine Form der Immunisierung von Kritik und des Rückzugs aus Disputen und Konflikten durch quasi in Anführungsstrichen Verifizierung mit der eigenen Erfahrung geht. Also dass quasi damit auch aus Kontroversen ausgestiegen wird, weil darauf gepocht wird, man habe das erlebt und es sei genau so gewesen. Ich glaube, wir müssen das eher, mir geht es nicht darum, dass das meine Beschreibung ist, aber wir müssen es ernst nehmen, ja, dass wir, glaube ich, eine politische und gesellschaftliche Situation haben, wo genau das nachgefragt wird. Mit der ganz merkwürdigen Perspektive noch, dass wir in vielen Umfragen sehen, dass häufig gerade populistischen Politikern und Politikerinnen Authentizität zugeschrieben wird. Zu sagen, das mag zwar nicht ganz richtig sein, aber der ist doch irgendwie echt und authentisch, sagt halt, was er denkt. Ne? Also von daher ist es ganz im Gegenteil, finde ich, eine Kategorie, die gerade durch das Fragwürdigwerden von was gilt eigentlich Bedeutung gewinnt, würde ich sagen. Dazu ja vielleicht aber nochmal, dass aber gerade ja das Authentische eigentlich nicht unbedingt das Wahre ist. Also nee, das ist nochmal eine, noch eine andere Frage. Total. Aber bei Authentizität geht es ja vor allem eben wieder sozusagen um die Kategorie des Zurechenbaren. Also ist eine Handlung oder irgendeine Sache der Person zurechenbar, natürlich starke Fabrikation oder auch Fiktion von mir aus. Was ich glaube, womit Sie ganz recht haben, was ich teilen würde, ist, dass nicht nur die Autofiktion selbst, sondern vielleicht eher noch die Debatte über Autofiktion, die dann gekoppelt wird an Identitätspolitik, dass die einen Bedarf erfüllt. Und welcher Bedarf ist das? Ich glaube, das ist der nach Gegenwartsdiagnosen. Gegenwartsdiagnosen sind total schwierig. Wie will man die machen? Gegenwart haben alle, die ist überall, die ist super vielfältig, ist kompliziert. So, und wenn man aber sagt, man hat jetzt diese eine Person, die ist eben eine Sozialfigur, damit ist die exemplarisch, hat man sozusagen eine Gegenwartsdiagnose. Und das ist ja auch der Eribon-Effekt. Eribon ist in Deutschland gelesen worden, total verspätet, um die AfD zu erklären. Also ich meine, es ist auch komplett... Naja gut, egal. Also aber auf jeden Fall, abgesehen davon, dass das eben an genau den Punkten zu kurz greift, die Sie gerade eben gesagt haben, nämlich was für eine ästhetische Erfahrung macht man mit einem Text, ist aber das tatsächlich auch so, dass je schematischer diese Texte sind, und Eribon ist super schematisch, das ist persönliche Erzählung, soziologisches Referat. Persönliche Erzählung, soziologisches Referat, das übrigens just an der Stelle abbricht, wo er dann berühmt wird, wo er erfolgreich wird und eben nicht mehr exemplarisch ist für seine Klasse. Und das ist aber eben einfach gut zu verarbeiten und ist eben gut zu verwenden. Also wir haben uns jetzt ja auch alle darauf bezogen, eben das ist eine potente Referenz erstmal. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Und ganz viele Texte, die eben anders vorgehen, ja, auf vielleicht eher eine Art, die Sie gerade beschrieben haben und die ich eben versucht habe, mit der Idee des Filters zu beschreiben, werden viel weniger herangezogen, ja, und sind auch im literarischen Diskurs wichtiger, weil man da auch über diese Frage von Autofiktion schon hinaus ist und von Exofiktion jetzt teilweise spricht, also wo man nicht über sich schreibt, sondern sich neben eine andere Figur stellt, über die man sozusagen eine literarische Biografie schreibt. Das wäre also dann das Nächste, und deswegen ist es auch so, ich finde es manchmal ein bisschen nervig, dass es also jetzt irgendwie noch 2020 so extrem an irgendwie so einen Begriff von 1977 rumgepopelt wird. Also es ist ja schön, dass es den gibt, aber man müsste das, glaube ich, viel stärker historisieren als die ganze Zeit, als jetzt gegenwärtiges Geschehen immer nur auch zu betrachten. Ja. Plädoyer fürs Historische, was uns, Sie wollten aber daran anschließen. Ich gehe mit ganz viel mit, was gerade gesagt wurde. Ich wollte nochmal diesen Begriff des Erlebens aufgreifen. Ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Und ich glaube, dass dieser Begriff produktiv sein kann, weil wenn ich sozusagen ein Erleben verstehen möchte oder miterleben möchte, das ist ja auch eigentlich das, was Literatur macht, also miterfahren möchte, dafür ist es eigentlich... zunächst einmal unerheblich, ob
die Handlung dahinter konstruiert ist, ich meine, konstruiert ist sie, wie gesagt, meiner Meinung nach immer, aber ob behauptet wird, ob sie sozusagen stattgefunden hat, ob das das eigene Leben ist oder nicht, weil das Erleben, also jeder Roman beschreibt ja ein Erleben, also vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, dass wirklich jeder Roman ein Erleben des Autors und der Autorin auch beschreibt. Ganz egal, ob das jetzt fiktional oder autofiktional oder was auch immer ist. Und wenn es um das Erleben geht, dann ist es ja, wenn wir unter uns, also unter Autoren über Texte sprechen, ja, wenn wir ein Manuskript miteinander besprechen, dann sagt eigentlich niemand mehr, das ist aber so, das habe ich aber so erlebt. Das ist sowas von egal in der Textbesprechung, ob die Autorin das erlebt hat oder nicht in dem Moment. Es geht dann wirklich darum, wirkt das literarisch oder nicht? Funktioniert die Textstelle? Funktioniert die Szene? Also ich bin jetzt zurück beim Handwerk gerade, ja, und nicht, aber das habe ich so erlebt, deshalb stimmt das ja, aber das hilft uns in der Textbesprechung nicht weiter. Und ich glaube, und deshalb kann ich mich an diese Diagnose, dass da gibt es einen Bedarf, das gestellt werden soll in der Diskussion darüber, da kann ich, damit fühle ich mich sehr verbunden. Das hat aber dann eigentlich nichts mehr mit dem Text selbst zu tun und auch nicht mehr mit dem Schreibprozess. Und diese Entkopplung finde ich, ich finde die gefährlich. Die müsste man zumindest mitreflektieren, wenn wir über so ein Unbehagen an der Fiktion sprechen. So wie Sie das auch gerade gemacht haben. Ich frage mich auch gerade, weil ich das total wichtig finde, die Ebenen nochmal zu trennen, was Sie eben auch meinten. Was ist das Phänomen und wie ist das Phänomen eigentlich verhandelt worden, medial, politisch, wie ist es diskutiert worden? Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht wirklich nicht so ein Zufall ist, dass ein Großteil der Rezeption vieler dieser Werke, über die wir heute sprechen, tatsächlich eher sozialwissenschaftlich oder journalistisch, und das müssten Sie beurteilen können, und weniger literaturwissenschaftlich war. Weil das Analysen und Rezeptionen bei denen diese ästhetische Komponente oder völlig egal war und die sehr stark auf den Inhalt gezielt haben, während es ja parallel schon auch so eine Debatte darüber gab, kann man eigentlich persönliche Erfahrungen, Betroffenheiten rezensieren? Ne? Also was bedeutet das eigentlich für eine Literaturkritik? Damit haben wir als Soziologin natürlich erstmal kein Problem, und deswegen frage ich mich, ob sich das nicht automatisch dann in die Debatte einschreibt, dass das, was wir jetzt total spannend finden, weil uns erstmal nur der Inhalt interessiert, für Sie überhaupt nicht mehr so interessant ist, halt jetzt von der Form her. Ne? Vielleicht, wir müssen ja auch schon bald zum Ende kommen, aber diese Frage nach der Literaturkritik, die finde ich ja interessant, ist ja auch die Frage, die Sie jetzt stellen, also sozusagen die interne Beurteilung des literarischen Handwerks. Es gibt aber ein Unbehagen in der Literaturkritik, also zumindest nimmt man es immer wieder mal wahr, dass sozusagen, gerade wenn es auch um Geschichten geht, die nicht nur authentisch sind, sondern auch so etwas wie Gewalterfahrung, also ob man da dann den ästhetischen Maßstab anlegen darf. Ist es sozusagen gibt es da auch ein Unbehagen in der Literaturkritik in diesen genreüberschreitenden Sachen? Gibt es ein Unbehagen in der Literaturkritik, eine Literarisierung eines persönlich Erlebten zu kritisieren, zu rezensieren? Sie gucken zu mir, gell? Geben, sicher ja. Ich würde das aber nicht als markant ansehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie eine besondere sichtbare Schwierigkeit, damit umzugehen. Ich würde zuerst denken, so, wir haben es mit einer Schreibweise zu tun, die aus literaturwissenschaftlich eher schon eine ganze Zeit zurückliegt. Ja, also und auch die Beschäftigung und der Boom der Autobiografieforschung, die es dann in der Literaturwissenschaft gegeben hat, so, das können wir gut sagen, dass das eigentlich eher schon vorbei ist. Jetzt haben wir eine Welle, so scheint es ja zumindest erstmal, von Wiederentdeckungen und Ähnlichem auch, so die das wieder neu aufrufen. Jetzt kommt sozusagen als Stellvertreter für den literaturwissenschaftlichen Diskurs, den man nicht so gut bemessen kann, sofort die Rezeption der Literaturkritik immer so stark in den Blick, weil das die offensichtlichsten Leser sind, an denen sich das dann immer wieder breit macht. Und wenn ich mir jetzt aber die Rezeption anschaue, würde ich sagen, also immer dort, wo Sie eine Literaturkritik haben, die ästhetisch arbeitet, also die tatsächlich nach Ästhetik fragt, gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten damit, mit diesen Texten umzugehen. Und das ist ja die genuine Blickweise einer Literaturkritik, dass sie eigentlich genau das tut. Und dann hat sie sehr gutes Werkzeug, sehr gute Möglichkeiten zu historisieren, sehr gute Möglichkeiten, Traditionslinien zu eröffnen. Und ich sehe da keine allgemeine Verunsicherung der Literaturkritik, so, die das macht. Wenn Sie eine Literaturkritik aber haben, die sich, und das gibt es sicher, unter Druck fühlt, dass Sie so etwas wie
soziologisch-politisch Interessantes. Ja, und ich wechsle wirklich mit Absicht den Begriff des Interessanten, ja, weil es eine bestimmte ästhetische Kategorie ist. Also, dass sie Interessantes zu besprechen hat, was man sagen in den anderen Bereichen von Gesellschaft auch als dann hoch relevant, ne, endlich kommt der oder der zum Zuge oder die zum Zuge. Wenn das die Leitlinie und oberste Priorisierung wird, dann entstehen natürlich auch ganz andere Prioritäten, weil dann lese ich den literarischen Text nicht mehr als literarischen Text, sondern eigentlich als eine Quelle, ne, eine historische Quelle oder sogar als eine Quelle der Gegenwärtigkeit. Und dann können Sie natürlich ausmachen, wer mit dieser Priorisierung reingeht, wo es Schwierigkeiten gibt. Ja, aber das ist eigentlich, ne, würde ich sagen, aus einer vielleicht Verlegenheitshaltung des literarischen Diskurses und des Metadiskurses über Literatur in unserer gesellschaftlichen Position. Und die hat was mit Praktiken zu tun, mit Geldflüssen zu tun, mit Argumentationszwängen zu tun, mit der Schwierigkeit zu tun, welche Redaktion heute noch sagen kann, naja gut, ne, das Politische ist bei mir hinten angestellt, erstmal gucke ich nach dem Ästhetischen, ja, oder und damit haben wir es ganz sicher zu tun. Ja, also wir haben es mit einer großen praxeologischen oder mit einer großen praktischen Dimension eben auch zu tun. Und da beginnen, glaube ich, auch nicht nur die Schwierigkeiten einer Literaturkritik. Ich fürchte, wir müssen mit Blick auf die Zeit langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben ein breites Feld abgeschritten. Wir haben über das Genre und seine Geschichte gesprochen, über Wirkung, über Rezeptionszusammenhänge. Wir sind über die Wissenschaft und die wissenschaftstheoretische Betrachtung, über die Literaturkritik. Wir haben über die Diversifizierung der Gesellschaft und die Frage, wer für wen sprechen darf, gesprochen. Es sind sehr viele Fragen offen, die wir auch noch hätten besprechen können. Aber es gibt ja noch ein paar Abende in dieser Reihe, wo das hoffentlich dann auch weiter diskutiert werden wird. Morgen geht es weiter in Göttingen. Da debattieren Johannes Franzen, Lena Gorelick, Dennis Utlo auch nochmal und Jan Wilm. Moderieren wird Simon Sahner. Und die Abende in Stuttgart und Frankfurt, die werden auch noch nachgeholt. Sie wurden pandemiebedingt verschoben. Und Sie können natürlich all diese Diskussionen auch in den digitalen Streams finden, die dann auch auf Dauer online gestellt werden, am besten über die Website des Netzwerkes der Literaturhäuser unter literaturhaus.net. Mir bleibt nur zu danken. Ich danke meinen Gästen hier für die angeregte Diskussion und die vielen offenen Fragen, die jetzt liegen geblieben sind. Damit kann man sicher weiterarbeiten. Ich danke den Organisatoren, Anja Johansen, Sonja Longolius, dem Berliner Literaturhaus und dem Netzwerk der Literaturhäuser und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Nacht.